Die Erdbeeren sind raus. Jetzt gibt es ein neues, fruchtiges Design aus unseren Erdbeeren. Holt es euch auf iliaswelt.shop. Heute geht es auf die Piste. Guten Morgen am ersten Tag vom Skiurlaub. Und ihr seid mit uns dabei. Guten Morgen, meine Lieben. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, meine Familie und ich, wir sind gerade auf Skiurlaub. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit, wie mein Skitag so aussieht, ein bisschen so wie eine Routine eben. Und immer wenn ich aufstehe, beginne ich erstmal damit, mich anzuziehen, damit ich die Sachen gleich schon ein bisschen vorheizen kann für den ganzen Skitag, weil es ist ja irrsinnig kalt hier. Hier haben wir ständig nie über 0 Grad und deswegen ziehe ich das immer gleich am Anfang an, weil dann wird das auch schön warm. Es ist ja eh alles voll mit Thermo und so. Und ich zeige euch auch mal die ganzen Schichten, die ich anziehe. Also, ich habe hier jetzt ganz normal einfach einen Sporttop an mit einer Thermo-Leggings. Die ist sehr, sehr wichtig, weil es ist irrsinnig warm. Und dann so einfach richtig stylische Socken. Oh, ouch. Die sind urbequem und richtig warm. Die wärmen auch schon direkt gerade. Und jetzt ziehe ich über meinen Top einfach nur noch so ein Multifunktionsshirt an. Das ist ja eben genau das, was man zum Skifahren braucht. Das sind diese Sport-T-Shirts, die so atmen, aber auch warm halten. Genau, jetzt sehe ich ein bisschen langweilig aus. Oh, Kamera, okay. Und damit ich noch ein bisschen Farbe kriege für den letzten kleinen Touch, habe ich eine knallpinke Fließweste. Die ziehe ich auch noch einmal drüber an, statt einem Pulli. Man kann natürlich auch einen Pulli oder so anziehen. Aber ich finde das persönlich ein bisschen wärmer. Ich weiß, sieht ein bisschen weird aus. Aber es hält schön warm und das ist die Hauptsache. Und dann, wenn ich angezogen bin, beginne ich einfach meine ganz normale Morgenroutine mit Haare bürsten, Linsen reintun. Weil meine Brille passt nicht unter meine Skibrille. Linsen sind also notwendig. Ui, jetzt habe ich beide Linsen drinnen. Weil dann schmiege ich nur noch mein Gesicht ein und zwar mit dieser Gesichts- und Lippencreme, Sonnencreme mit Kälteschutz, weil das ist sehr, sehr wichtig. Also wie man vielleicht leicht erkennen kann, meine Haut verträgt diese ständige Kälte nicht besonders gut. Ich habe ganz rote Stellen, also halt, ich bin halt hier viel röter als sonst und meine Haut ist auch generell sehr rau, was sie normalerweise eben nicht ist. Aber das kommt halt von der Kälte und deswegen muss ich mich da auch genug schützen. Und ich würde es aber auch euch generell empfehlen, einen Hitze- und Kälteschutz euch zu holen, wenn ihr Skifahren seid. Weil habe ich eher schon in meinem Skincare-Video mal erzählt. Shiny, shiny. Und da ist dann eben noch dabei dieser Stick für die Lippen. Ich war urdumm. Ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass dieser Stick für die Lippen ist. Ich dachte, das ist für die Haut. Und ich habe das mir ins ganze Gesicht und ich war auch immer schon so, das hat eine komische Konsistenz. Also das zieht doch niemals ein. Bis ich dann vor kurzem erst rausgefunden habe, dass das für die Lippe ist. Deswegen ist es da schon so weg, weil ich mein Gesicht immer eingeschnitten habe. Ich überlege mir mal, was ich heute noch für eine Frisur mache. Vielleicht ich mir auch zwei Zöpfe nach hinten oder von hier so zwei Zöpfchen. Das gucke ich noch. Ich zeige euch gleich jetzt nochmal unsere Aussicht aus dem Balkon raus, weil wir haben ein sehr nices Zimmer mit so einem riesen Fenster. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal unsere View auf den Berg. View ist schön, heute aber leider nicht. Normalerweise sieht man hier überall die Berge. Aber es ist heute irgendwie richtig nebelig hier. Man sieht einfach nichts außer Häuser. Man denkt, da ist nichts dahinter, aber es sind die großen Berge dahinter. Egal, zum Zähneputzen gehe ich trotzdem raus. In unserem Skikeller ziehe ich jetzt noch meinen Skipulli an und meine Skihose. Und dann kann es eigentlich schon losgehen.
Ich gehe es langsam an und bewege mich erstmal nur auf den flachsten Hügeln der Gegend. Durch Corona sind meine Skiskills nicht dort, wo sie sein müssten. Um ehrlich zu sein, ich fahre noch nicht besonders gut, aber ich möchte unbedingt besser werden. So, da bin ich gerade runtergefahren. Nicht schlecht, oder? Okay, ich schließe mich einem Skikurs an und durch die paar Tricks, die ich dort lerne, geht es schon am ersten Tag wesentlich besser. Ich schaue zwar immer noch etwas unsicher aus, aber ich fühle mich richtig gut dabei. Und wenn ich unten bin, geht es mit dem Tellerschlepplift wieder hinauf. Übrigens, Arwen besucht auch eine Skischule und beginnt früher mit dem Skifahren als ich. Ich habe ja erst mit 15 begonnen, Arwen schon mit 11. Auch Arwen benutzt den Tellerlift und lässt sich bis nach oben ziehen. Ich finde, sie macht das gar nicht so schlecht. Schaut gut aus, Arwen. Ich will den haben. Ich will den Schnee haben. Von wem ich sicher viel lernen kann, sind meine beiden Brüder Timmy und Ineas, die schon seit vielen Jahren regelmäßig Skifahren. Und das nicht schlecht, wie ich finde. Krass, da staubt der Schnee. Mit den beiden fahre ich nun mal etwas weiter den Berg hinauf und hol mir Tipps. Jetzt fahren wir rauf auf den Berg. Diesmal geht es mit einer Gondel nach oben. Unten im Tal war es heute noch ein bisschen nebelig, aber kaum kommt man nach oben, wird der Himmel blau. Das ist wie im Flugzeug. Oben angelangt geht die Talfahrt los. Unglaublich, wie schön die Aussicht hier oben ist. Aber ich bin ja nicht hier zum Schauen, sondern zum Skifahren. Und gerade als ich dachte, ich bin am Gipfel angelangt, taucht plötzlich Ave mit ihrer Skigruppe hinter mir auf. Die Kleinen waren also schon hier oben, wo ich mich erst heute hingetraut habe. So, jetzt ist unsere Gruppe perfekt und mit Arwen, Timmy und Ineas fahren wir am Nachmittag doch mal ganz weit rauf und bilden unseren eigenen kleinen Skikurs. So, jetzt wird die Sache schon etwas steiler. Fahrt meine Spur nach, okay? Ja, das sagt er so leicht, aber man muss sich ja das Super. Auch erstmal trauen. Das schaut zwar nicht so Super. Aus, aber es ist wirklich steil hier. Also dann mal los. Und wieder drehen. Super, Ilja. Schaut noch sehr zaghaft aus. Aber mit jedem Umschwung werde ich sicherer und besser. Was meint ihr?
Nach den ersten paar Minuten erkennt man dann schon eine Steigerung, finde ich. So, jetzt noch hier runter. Oh Gott. Irgendwann wurde es mir dann zu schnell und ich suche mir einen Schneehaufen. Und die Kurve. Aber nicht zu schnell. Pass auf. Dank Timmy und Ineas fühle ich mich jetzt schon echt gut auf den Brettern. Am nächsten Tag geht es wieder ganz früh los. Es liegt wieder Nebel im Tal. Diesmal geht es noch weiter hinauf, sogar auf den Gletscher, und ich schließe mich dafür wieder meiner Skigruppe vom ersten Tag an. Die erste Strecke sind wir mit einer riesigen Gondel unterwegs. Schaut mal, die ist so groß wie ein Autobus. Wir fliegen über die andere Seilbahn und kommen immer höher. Es geht rauf, dann wieder ein Stückchen runter und dann wieder rauf. Geht es dann noch mit einem Sessellift weiter rauf. Plötzlich bleibt das Ding stehen und ich bekomme leichte Panik. Gott sei Dank geht es nach ein paar Sekunden weiter. Meine Nerven. Jetzt schaut mal, wie weit oben ich bin. Über allen Bergen, ist das nicht Wahnsinn? So viel Aufsteigen hat durstig und hungrig gemacht. Ich gönn mir mal was Kleines, damit ich genug Kraft für die Abfahrt habe. When you think you're tired, just make it stop. We'll make a little more stops because you're so high, you'll get more tired. So, und los geht's! Die Abfahrt ist der Hammer. Es ist so unglaublich schön, das Gefühl hier zu fahren. Echt mega. Wir schlappen jetzt gerade noch ein bisschen frische Luft, weil wir befinden uns jetzt schon am Heimweg, weil die Woche ist jetzt um für uns. Unsere Semesterferien sind jetzt vorbei. Ich habe die Woche total genossen, du auch? Ja, sehr.
Also ich fand es wunderschön. Ich habe auch das Skifahren wirklich sehr, sehr genossen. Ich hoffe, euch haben auch die kleinen Ausschnitte, die ich euch ein bisschen zusammengeschnitten habe, haben euch auch gefallen, haben euch auch Spaß oder Freude bereitet beim Zusehen, keine Ahnung. Jedenfalls, falls ihr jetzt in die Ferien kommt, dann schönen Ferienstart. Und wenn ihr eh wieder in der Schule seid, so wie wir jetzt, gehen wir jetzt auch wieder in die Schule, dann schönen Schulstart, startet schön in die Woche. Küsschen, ciao. Tschüss.